Hi und willkommen, Martina hier. Ich möchte heute eine Explosionsbox mit dem VR Memory Keepers Explosion Board bauen und habe mir gedacht, es wäre eine gute Idee, das mit der Kamera aufzunehmen und euch daran teilhaben zu lassen. Das Explosion Board kommt mit allen Markierungen und Falzlinien bereits schon auf dem Brett, die man braucht. Das heißt, man weiß immer schon, wo man falten muss und was für Maße man braucht, wenn man das Board hat. Und am Board dran mit so einem Buchring hängen noch so ein paar Herzchen aus ein bisschen dickeren Plastik, die man nachher als Schablonen brauchen kann, um die Ecken von den Boxen herzförmig zu gestalten. Aber das zeige ich euch später nochmal. Was auch im Board ist, ist ein Falzbein. Ich persönlich bevorzuge es, mein angestammtes Falzbein herzunehmen, aber wie ihr seht, man hätte quasi mit diesem Board alles zur Hand, was man braucht, inklusive einer sehr detaillierten Anleitung auf Englisch, Französisch, ich denke Spanisch und Deutsch. Und da sind wirklich, also direkt zu Beginn wird erklärt, welche Größen der Schachtel es gibt und was für Maße die haben, was für eine Papiergröße man dafür braucht, dasselbe mit dem Deckel. Und danach ist das dann so Schritt für Schritt erklärt, wie macht man die Basisschachtel, wie macht man den Deckel, wie kann man die verschiedenen Innenelemente gestalten, also die Ecken, da kommen dann diese Herzen ins Spiel, oder wie kann man zum Beispiel auch noch kleine Taschen gestalten. Es ist eine total gute, einfache und wirklich, wirklich einfach nachvollziehbare Anleitung. Ich baue heute eine Box mit der Größe XXL, XL und L. Das heißt, ich brauche ein Papier 12x12 Inch, ein Papier 11x11 Inch und ein Papier 10x10 Inch. Die Papiere, die ich verwende, sind aus der November Kreativbox 2021 von Alexandra Renke. Und ich dachte, ich nehme direkt diese Papiere, weil die sowieso auf meinem Schreibtisch lagen und die einfach alle schon schön zusammenpassen. Wie ihr seht, für die größte Schachtel muss ich schon nur noch den Herstellerstreifen abschneiden und schon bin ich fertig. Und mit diesen drei Papieren werde ich die Box gestalten. Zu Beginn lege ich mir dann das Papier in diesem Board an und kontrolliere nochmal auf der Anleitung, wie möchte ich die Ecken gestalten, wie muss ich das falten, je nachdem, welche Ecken ich haben will. Und ich habe mich dafür entschieden, die äußersten Ecken, zu Beginn habe ich das so entschieden, ihr seht zum Schluss, dass ich das nochmal anders machen werde, dass ich diese ganz normalen Ecken haben möchte und erst bei der zweiten Schachtel dann die Herzen gestalten will. Aber dazu dann später mehr. Zuerst geht es wirklich darum, einmal die Außenschachtel herzustellen und dann weiterzusehen. Und jetzt kann es endlich losgehen mit dem Falten der ersten Schachtel. Ich lege das Papier in die obere linke Ecke bündig an und während ich das anlege, achte ich auch darauf, dass das Papier oben und seitlich wirklich gut anlegt, weil so kann ich gewährleisten, dass meine Linien so gerade wie nur möglich werden. Ich gehe mit dem Falzbein in die Falzlinie, die für meine Schachtelgröße, was hier jetzt die XXL-Größe ist, und fahre dann schlicht und ergreifend mit dem Falzbein der Linie in meinem Board entlang. Und das mache ich in alle vier Richtungen. Also ich drehe das Papier einfach immer um eine Vierteldrehung, stelle sicher, dass es gut anliegt und fahre danach meine Linie. In einem zweiten Schritt mache ich dann noch diese kleine diagonale Linie, die vom oberen linken Eck, genau die, die ich euch jetzt hier zeige, losgeht. Und das ist die, die dann quasi das Schachtelfalten ermöglicht. Man geht mit dieser Linie immer direkt bis auf die Falzlinien, die vorher gezogen wurden. Und gerade beim großen Papier finde ich es einfacher, das in einem zweiten Schritt zu machen und nicht direkt im ersten Arbeitsgang alles durchzuarbeiten. Aber ich denke, da sind die persönlichen Präferenzen auch sehr unterschiedlich. Nachdem ich die ganzen Linien für das
für die äußere Hülle meiner Explosionsbox vorgefertigt habe, mache ich mich direkt an die zweite Schachtel, an das XL. Und auch hier mache ich wieder zuerst die Langlinien und dann im Anschluss noch die Diagonallinien und werde mir dann gleich die Herzschablonen, die ja mit diesem Buchring an Bord dranhängen, hernehmen, um diese hübschen Ecken zu gestalten. Und das geht total einfach. Auf diesen Herzen sind auch wieder die Größen ausgezeichnet. Das könnt ihr dann einfach gucken, welche Größe Papier hatte ich, und dann wisst ihr auch direkt, welches Herz ihr braucht. Ich habe es jetzt auf der Rückseite mit einem Bleistift vorgezeichnet und kann danach ganz einfach mit einer Schere meinen Bleistift die Linien nachgehen und habe dann schon meine hübschen Ecken. Das Ganze ist ein kleines bisschen Fließband- und Fummelarbeit, aber ich finde, gerade wenn man die Box für eine, zum Beispiel für eine Hochzeit oder einen Anlass, der mit Herz zu tun hat, verwendet, finde ich das ein total schönes Detail, wenn man eine Lage von diesen Ecken halt in Herzform gestalten kann. Und ihr seht hier, das geht eigentlich, ja, auch wenn es ein bisschen was zu tun ist, ist es eigentlich keine wahnsinnig große Sache. Man wiederholt das an allen vier Ecken und dann ist eigentlich auch schon die zweite Box fertig, um gefaltet zu werden. Damit ich sehen kann, wie das überhaupt aussieht, habe ich mir dann die äußere Box auch nochmal zurechtgefaltet, die Falten nach innen gelegt, weil ich das Designpapier, das Muster vom Designpapier möchte ich hier außen haben. Und wenn die Box aufklappt, dann ist die weiße Seite vom Papier innen, weil das Ränkepapier ja immer nur auf einer Seite bedruckt ist. Und bei der Herzbox habe ich es dann aber so gemacht, dass ich die gemusterte Seite innen habe, weil ich dachte, wenn das dann so aufploppt und die andere Seite weiß ist, sieht das bestimmt ganz schön aus. Und es gibt ja auch noch Spielraum, um da noch irgendwelche Dinge anzubringen. Man kann da ja Fotos und Briefe oder Gutscheine und hast du nicht gesehen, was alles ankleben. Für die dritte Box habe ich mich dann für die Ecke mit Tasche entschieden. Die unterscheidet sich in der Herstellung ein kleines bisschen von den bisherigen Boxen. Man macht hier nur die geraden Linien. Die diagonale Linie wird nicht auf dem Explosion Board gezogen. Die falzt man nachher. Und um diese Taschen zu kreieren, schneidet man einer dieser Laschen, die man da quasi vorgefaltet hat, entlang und faltet die dann nachher zur Box rein und klebt die dann fest. Ich habe das für dieses Video das erste Mal gemacht. Ich habe noch keine Ahnung, ob es da noch eine elegantere Lösung gibt oder ob man da zum Beispiel auch spielen könnte und die Taschen zur Rückseite der Explosionsbox gestalten könnte. Das ist alles noch eine Sache vom Ausprobieren und Kennenlernen. Ich wollte euch das Board nur einfach so schnell wie möglich zeigen und deswegen dachte ich, ich versuche mich da mal dran. Ich habe es dieses Mal so gemacht, dass ich die gefalzten Dreiecke mit doppelseitigem Klebeband fixiert habe, einfach, dass die schön fest aufeinander halten. Und die doppelte Dreieckslasche quasi habe ich dann mit einem Streifen Flüssigkleber festgeklebt. Ich denke mir, dass das in der Regel auch reichen müsste, weil man diese Taschen ja nur dazu braucht, irgendwelche Kleinigkeiten da reinzustecken. Das muss ja keine Tonnen aushalten. Ich habe das für diese letzte Box bei allen vier Seiten gemacht und so sieht es dann von innen aus. Und dann kann man schon mal gucken, wie das dann aussehen könnte, wenn das fertig ist. Und bevor es jetzt dann schon sehr bald ans finale Ausgestalten der ganzen Geschichte geht, geht es noch um den Deckel. Auch für den Deckel gibt es auf der Anleitung eine genaue Anleitung. Und auch dafür sind auf dem Board die Maße angezeichnet, die ihr braucht. Ich habe mich dafür entschieden, meinen Deckel mit Flüssigkleber zu kleben. Und ich bin jetzt definitiv nicht der große Schachtelbauer und nicht wahnsinnig erfahren mit solchen Dingen, habe mich aber dafür entschieden, zuerst diese kleinen Laschen zu kleben und die mit diesen Klemmen festzumachen, die ich sonst fürs Art Journaling brauche oder sonst was. Und ich habe wirklich nur diese kleinen Dreiecke zuerst geklebt und
Lass die mit diesen Klemmen so lange dran, bis der Leim gut angezogen ist. Und wenn ich das an allen vier Ecken so gemacht habe, habe ich dann die geklebten Ecken quasi noch an die Seitenwand vom Deckel geklebt und das dann auch nochmal festgeklemmt und richtig gut durchtrocknen lassen, weil ich denke, je nachdem, wie man die Box belädt, muss dieser Deckel ja doch einigem standhalten können. Und deswegen war es mir sehr wichtig, dass das gut hält. Während ich den Deckel zum Trocknen zur Seite gestellt habe, mache ich mich daran, eine ganze Menge der Umschläge mit gewellter Lasche, das ist eine Stanze von Alexandra Renke, auszustanzen. Das Schöne daran ist, dass die von der Breite her perfekt in die L-Größe dieser Explosionsboxen reinpassen. Und das heißt, die passen dann auf jeden Fall ja auch ins XL und ins XXL rein. Und man kann da so richtig schön ein Kärtchen reinschieben, was so ein Maß von ungefähr 3x3 Inch hat, was ja so eine schöne Grußkartengröße hat. Ich habe auch wieder Kreativboxpapiere dafür hergenommen und ihr seht, das ist ja super easy. Ich schneide einfach die Lasche ab und klebe mir diese Faltlaschen, drücke das Ganze fest und schon haben wir eine richtig schöne Einschubtasche, die sich dann wirklich wunderbar in die Explosion Box reinkleben lässt. Ich habe dann auch aus Restpapieren noch so 3x3 Inch große Papiere zugeschnitten und auch aus diesen Restpapieren dann nochmal so kleine Kärtchen geschnitten, die ich in die diagonalen Laschen reingeklebt, also reingeschoben, nicht geklebt habe, weil das ja Kärtchen sein sollen, die man wieder rausnehmen kann. Bevor ich das alles zusammenklebe und noch richtig schön ausdekoriere, möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es war interessant und ihr konntet meinen ganzen Erklärungen folgen. Ich bin bestimmt nicht so gewohnt, solche Tools zu erklären, aber ich dachte, das ist vielleicht ein ganz guter Anlass, weil das Tool ist echt eine gute Sache und macht diese Explosionsbox-Geschichte auf jeden Fall sehr, sehr einfach. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt einen wunderschönen Tag und ja, vergesst nicht, kreativ zu sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.